tears was a classic. You could hear my truth. Gave you an inside look to my life as a youth. I put the cameras on my life right here in the booth. And I hung it all up like this mic was a noose. Told my secrets, even cried over my dear mama. It's been hard, but I ain't gon' lie, I'm still here, mama. And I'm still smiling after all that I've been through. Cause I promised mama no matter what, I'm gon' continue. Trials and tribulation, adversity testing my patience. Heartbroken, close friends was hating, but patiently still waiting, huh. Praying for them better days. Got me lost in the ghetto, so I'm tryna find a better way. Switching my route, destination approaching as I'm dream walking. This is God work, this ain't even me talking. Empower to the people, give my people all the power. Let this be your guiding light in your darkest hour. My dear partner, man. You mean you can raise a gun, but you can't raise your son? Dear partner, man. Set the example for your daughter so she don't fall for a bump. Dear partner. How long you gonna stand on that counter? Was geht ab, YouTube? Pascal zu Bodybuilding. Und willkommen im neuen Video. Hauptsache ich gucke mir erstmal selber in die Augen. Wir sind gerade am Sonntag in meinem zweiten Workout des neuen Zyklus und das ist ein recht kurzer. Warum mach ich immer diesen Move? Ich bin behindert, glaube ich. Auf jeden Fall feiere ich voll, dass ich hier rein und rauszoomen kann. Ja, und dieses Workout ist recht leicht, weil der Fokus auf einer leichten Deload-Einheit des Kreuzhebens liegt. Also ich habe jetzt ein 3x6 gehoben mit 170 Kilo. Nur danach rumänische Deadlifts mit, ich glaube, 150 Kilo. Dann noch eine Übung für die Rotation der Schulter, die das Bankdrücken verbessern soll. Die können wir uns mal kurz reinziehen. Was du mich da gerade machen siehst, sind die Prone Wise und das ist im Grunde eine Übung für die Stärkung und für überhaupt die Verbesserung der Schulterrotation, wie man sie fürs Bankdrücken zum Beispiel sehr gut braucht. Und ich habe das in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, deswegen bin ich darin auch ultra schlecht. Also das ist jetzt hier mit 1,25 Kilo praktisch nichts. Und bevor ich mich verletzt habe, konnte ich das mit echt viel Gewicht, also fast mit, ich glaube, 7,5 oder so. Das ist für diese Übung extrem viel, in meinen Augen, in meiner Welt. Und im Grunde legst du dich halt auf eine Schrägbank mit dem Gesicht zur Schrägbank, ziehst die Schultern zurück und nach unten, also in eine Retraktion und eine Depression, wie du es fürs Bankdrücken brauchst. Und versuchst dann von dort praktisch mit deinen Händen ein Y zu formen. Ein Y, wie ein YMCA. Und du wirst schon merken, dass es enorm viel Kraft braucht, um in diese Position hereinzukommen und wirklich deine Schultern frei zu bekommen, beziehungsweise die. Also siehst du ja bei mir, meine Mobilität ist da miserabel. Und ich muss ehrlich sagen, natürlich sind das immer viele Faktoren, aber ich sehe da auf jeden Fall einen guten Grund dafür, dass mein Bankdrücken extrem stark geworden ist, weil es mir danach wesentlich leichter gefallen ist, die Schultern, auch wenn die Bank nicht vollgeklebt ist mit 180.000 Gummibändern oder so, was ich nicht mehr mache, fixiert zu halten. Die meisten Trainees von mir, die kennen das auch schon aus ihren Trainingsplänen, dann ist es praktisch was, was ich fast universell verschreibe. Irgendwann ist es eventuell nicht mehr nötig und es ist auch sowieso nicht für jeden unbedingt immer nötig, aber halt für sehr viele, die halt im Bankdrücken Probleme haben, ihre Schulterblätter zu fixieren. Also Trick 17, ich mache jetzt noch zwei Sätze davon, dann machen wir Triceps Extensions und dann war es das heute. Watch the time go by, you could have got a diploma. And dear partner, do something with your life or it's gone. I care about you so much, I put your life in this song, my dear partner. It's just a message to my folks in these streets that's still going through it. To all the misguided youth that didn't know but they was told to do it. Blindfolded and led wrong. Sister, keep your head strong. Love yourself, cause most of these dudes is dead wrong. Believe in your dreams even when nobody else do. Cause you can't help nobody in this world till you help you. Little homie, you can make it. Don't gotta go to jail to get rehabilitated. Don't gotta get shot, sell drugs just to facilitate it. Ich sitze also gerade so hier und editiere dieses Video und ich wollte eigentlich ganz woanders hin mit diesem Video und gleich noch das Trainingsteil fertig schneiden und was anderes ans Ende packen und so, aber das ist mir jetzt egal, denn ihr habt mich gerade gesehen, wie ich die Triceps Extensions gemacht habe und dann dachte ich mir so, hey, du hast irgendwann mal eine Aufnahme gemacht von im Mai oder sonst was, wo ich gerade wieder angefangen habe mit dem Arm hier, das ist ja der gebrochene Arm, wieder Triceps Extensions zu machen und dann so mit so halber ROM habe ich damit wieder begonnen mit dem kleinsten Gewicht. Bin also auf meinem Kanal zurückgegangen und habe so gesucht, ob ich das Video finde, um das so drüber zu legen, um das so ein bisschen zu verdeutlichen, weil das ist mein starker Arm, den ihr im Vordergrund da seht, mit dem ich jetzt, also mein gebrochener Arm, mit dem ich jetzt, der wieder aussieht wie vorher, das sieht aus, als hätte ich nie was gehabt und das ist gerade mein halbes Jahr her und man ist ja immer so in dem im Moment für sich und für mich ist das schon unglaublich lange her, als wäre das nie passiert fast. Also natürlich spüre ich das jeden Tag, aber so als wäre das unglaublich lange her. So bin ich ein bisschen, habe ich ein bisschen geschaut und habe das Video hier gefunden, Wetterarm wieder und ab Minute 9. Ich kann mich noch genau daran erinnern, man liege ich auf diesem Ball und guck mal, wie weit ich meinen Arm nur strecken kann, da ist zu Ende, das ist ein Streckdefizit. Und ich kann mich noch genau an die Schmerzen erinnern.
Und ich bin so wie in der Zeit zurückversetzt und gucke aufs Datum, das ist nicht mal ein halbes Jahr her. Also, und ich habe gestruggelt, von da hochzukommen. Der Arm hat wehgetan. Ich kann mich genau an dieses Gefühl erinnern. Und wenn ich jetzt zurückschaue, so für mich, frage ich mich, wo ich zum Teufel diese Energie hergenommen habe, von dieser Scheiße zurückzukommen, weil ihr wisst nicht, wie es sich angefühlt hat in dem Moment. Ich habe noch mehr Videos gesehen, der Arm war dünn, wie sonst was. Und wenn ich das jetzt sehe und zurückschaue, frage ich mich ernsthaft, damn, so wie habe ich das hinbekommen, Mann? Und klar, wenn sowas passiert, dann hast du diesen Schlag bekommen und musst halt funktionieren. Du hast halt diesen Plan für dich. Aber ich habe mir auch jetzt noch nicht die Zeit genommen, das halt mal wirklich zu reflektieren, alles, was da überhaupt passiert ist. Und wenn ich das jetzt so sehe, was ich im Grunde gemacht habe, was ich alles mitgemacht habe, um diesen Arm erstmal auch wieder gerade zu bekommen und vor allem diese Angst und Unsicherheit, ob der überhaupt wieder gerade wird und einfach nichts weiter tun zu können, als daran zu glauben, dass er es wieder wird. Aber was mich gerade am meisten trifft, in Anführungsstrichen, ist einfach dieses... Alright, ich bin jetzt hier bei der Kita und hole meine Kleine ab. Es ist jetzt kurz vor 15 Uhr. Das Wetter ist einfach unglaublich, also richtig geiles Wetter, um zu vloggen. Ich glaube, deswegen habe ich auch so gute Laune und deswegen habe ich die Kamera überhaupt mit. Naja, sie werden so schnell erwachsen. Sie werden so schnell erwachsen. Son, do you understand the evil on earth? I stayed quiet cause I didn't understand what it's worth. Dear God, please tell me what's my reason of birth. I was a poor little kid in the streets, I was cursed. Und ich habe immer versucht, sie ins Auto klettern zu lassen, weil ich gerade so sie hochheben konnte. Dass ihr sie da gesehen habt, ich konnte sie gerade so mit einem Arm hochheben und ins Auto zu hieven. Und natürlich habe ich sie dann öfter abgeholt und mich komplett um sie gekümmert, während meine Freundin arbeiten war. Und ich meine, ich bin jetzt irgendwie wieder mit diesem Problem konfrontiert, weil ich wieder eine OP abwarte und dieses aber... Es ist einfach crazy, man. Stay in school, little homie, go learn something. Man, them fools ain't cool, always talking about burn something. Don't smoke your life away, getting high, watching time go by. Don't nothing last forever, we all gonna die. That's on God. Do something with your life, utilize your time. You can see it, you can be it, it's all in your mind. My dear partner, man. You mean, you can raise a gun, but you can't raise your son? Dear partner, man. Set the example for your daughter so she don't fall for a bump. Dear partner, how long you gonna stand on that corner? Watch your time go by, you could have got a diploma. And dear partner, do something with your life or it's gone. I care about you so much, I put your life in this song, my dear. It's time that we protect our kids, cause they the future. You promote drugs, violence, and guns, one day they'll shoot you. Put the guns down, pick the gloves up. Put the hate down, lift love up. You black. I'm black, we gotta love us. Cause every time I turn around, we killing each other. Killing my cousin, killing my brother, future sisters and mothers. And it's a shame how they been to more funerals and weddings. And with a path track record like that, look where we heading. Hey look, the past is the past, let's appreciate today. Cause what we do today can pave the way for future moves we make. I'm pushing love and appreciation, cause I'm just grateful. All the things that I done made it through, I swear I'm thankful. And even every loss that I took, I learned a lesson from it. I stay solid on my path, I know some blessings coming. Remaining positive, instead of tearing my brothers down, I lift them up. And sister, you a black queen, ain't no giving up. Dear partner, man. You mean, you can raise a gun, but you can't raise your son? Dear partner, man. Set the example for your daughter so she don't fall for a bump. Dear partner, how long you gonna stand on that corner? Es ist jetzt, okay, wir schreiben Dienstag und es ist der dritte Trainingstag in diesem neuen Trainingszyklus. Und wenn ihr jetzt das letzte Video und auch schon einen Teil dieses Videos zusammenlegt, dann wisst ihr größtenteils schon, wie mein Training aussieht. Ich meine, es gibt auch keinen Grund, das zu vergeheimnissen oder so, ist ja kein Geheimding oder so. Ich bin auf jeden Fall gecoacht von Dedicated Sports und zwar schon über 1,5 Jahren. Ich bin extrem zufrieden, es macht mir extrem Spaß. Und ich habe mich mit meinem Coach zusammengesetzt für diesen Zyklus, um nochmal echt viel rauszuholen vor der OP und zum anderen auch, um Hybar Squats zu implementieren. Denn Hybar
bin ich richtig schlecht. Aber ich würde sie richtig gut gebrauchen können. Denn wenn ich mal was fail, dann falle ich auch eher nach vorne und schiebe die Hüfte raus. Das heißt, die Knie recht lang durch die Bewegung vorn zu behalten, mich dadurch in einen guten Hebel zu bringen. Also auch den Knie, also nicht einen zu großen Hebel nur auf die Hüfte zu laden, sondern auch den Kniehebel gut belastet zu halten. Und ja, die Knie dürfen auch über die Zehenspitzen. Ich glaube, das wird helfen, aber ich bin halt brutal schwach darin und ich habe gesehen, dass ich heute schon recht schwer dann halber squatten muss. Mal sehen, was das wird. Let's get it. Bruder, ich hasse halber Squats. Das ist so, die erste Rap geht noch ganz okay und dann zweite so und die dritte ist direkt, als wenn du so einen Dropkick von Kurt Angle gegen den Kopf kriegst. Aber Kurt Angle macht gar keine Dropkicks, ne? Er macht eher so German Suplex. Alrighty. Also das Dienstagstraining ist überstanden und es war gar nicht so schlimm wie gedacht. Also die Hyper Squats gingen sogar echt gut. Wie gesagt, ich mache die pausiert.
und habe jetzt für 390 gewählt. Ich hätte nicht gedacht, dass so viel geht, aber es ging, also ging's. Und interessanterweise im Backoff mit 175 für 4x4, jedes Mal die letzte Rap war todeslangsam. Also so langsam, wie sie da hochgeht, so langsam ist sie auch. Ich verlangsame da nichts künstlich oder so, sondern ich konzentriere mich einfach darauf, durch die Chords zu arbeiten und mich halt einfach Stück für Stück weiter hochzuarbeiten. Ich merke, also es fühlt sich nicht so an, als würde ich gleich runterfallen und ich bin jetzt so ganz kurz vor Failure, aber es ist halt einfach so langsam, wenn ich die Chords drin behalten will. Ansonsten sind die Spodo Presses zurück. Einmal 3 heute mit 130 Kilo war Luft und 4x4 mit 117,5 war auch Luft. Und ja, heute ist mal wieder richtig schönes Wetter und das macht gleich echt so krass viel bessere Laune, wenn das Wetter halbwegs gut ist. Ich gehe jetzt ein bisschen ins Solarium und gönne mir ein bisschen Bräune. Und das ist echt immer krass, krass große Komponente meiner aktiven Regeneration. Ich bin so einmal in der Woche im Solarium 20 Minuten. Kann man, glaube ich, so ganz grob über einen Kamm scheren. Kann man ganz grob sagen, ne? Das über einen Kamm zu scheren macht gar keinen Sinn. Tja, Pascal, du warst noch nie so stark mit Sprichwörtern. Tribulation, adversity, testing my patience. Heartbroken, close friends was hating, but patiently still waiting. Huh. Praying for them better days. Got me lost in the ghetto, so I'm trying to find a better way. Switching my route, destination approaching as I'm dream walking. This is God work, this ain't even me talking. Power to the people, give my people all the power. Let this. Okay, ich bin jetzt frisch aus dem Solarium auf einen kleinen Spaziergang am Hafen. Hier war ich lange schon nicht mehr, aber das liegt auch daran, dass das Wetter jetzt schon echt lange nicht mehr gut war und ich deswegen keinen Grund hatte, hier zu sein. Es ist nämlich immer fucking super kalt in Flensburg. Das ist nicht normal, aber auch super schön, auch wenn es kalt ist. Aber auch nur, wenn die Sonne scheint. Und ja, ich bin jetzt in so einer Phase, wo ich irgendwie nicht so richtig weiß, wohin mit mir selbst. Also ich hatte ja eine Diät begonnen, habe die jetzt 5 Tage durchgehalten, dann war am Weihnachtsessen bei der Familie und da habe ich, muss sagen, richtig reingehauen. Und es war mir in dem Moment auch scheißegal, weil ich einfach richtig Hunger hatte und Lust zu essen und diesen Moment genießen wollte und mich jetzt nicht zurückhalten. Deswegen habe ich einen Tag den Cut geskippt und auch direkt 1,5 Kilo wieder zugenommen. Ich habe die auch schon wieder runter jetzt am Tag 6, also praktisch einen Tag später. Aber so oder so, es ändert ja jetzt auch nicht so viel. Also ich warte auf die OP und bin halt dementsprechend auch nicht so wirklich motiviert im Training, auch nicht so wirklich motiviert in der Ernährung, weil ich weiß, ich muss dann eh wieder pausieren. Also das wirklich Schwere ist halt jetzt in diesem Moment halt trotzdem Gas zu geben und dabei zu bleiben. Einfach weil du weißt, du musst wieder pausieren und was soll's. Ich kann auch gleich halt halbherzig rangehen, aber so funktioniert das Game halt nicht. Also aktuell ist es halt wirklich schwer, die Motivation zu behalten und halt im Training zu bleiben und vor allem auch in der Ernährung zu bleiben und halt irgendwie nicht den ganzen Tag nur im Bett liegen zu wollen. Und darauf habe ich momentan eigentlich am meisten Bock. Naja, ihr wisst, wie es ist. Aufgeben ist keine Option und ich behandle es einfach so, als würde es halt nicht kommen. Ich versuche Gas zu geben. Ich habe ja noch ein paar kleine Ziele, die ich mir stecke. Und das ist, denke ich, auch jetzt im Moment die beste Strategie. Ich will noch die 180 benchen. Ich will noch irgendwas, keine Ahnung, krasses beugen. Am besten nochmal 275 oder vielleicht mehr heben. Also so einen kleinen Mockmeat oder so machen, bevor ich in die OP gehe. Darauf hinarbeiten, ne? Training für Training, Stück für Stück. Es ist halt, wie es ist. Pascal, du checking out. Wir sehen uns im nächsten Video. Peace, bro. Whoa, yeah. I be grinding, scraping, rental riding. I act broke, you act rich, we both lying. I be grinding, scraping, rental riding. I act broke, you act rich, we both lying.